Mein Name ist Camilotte, ich bin Politikwissenschaftlerin, bin hier gerade in meinem schönen Zuhause und schreibe an einer Forschungsarbeit für ein Seminar und bin noch Präsidentin der jungen SVP Kanton Zürich. Ich bin gerade hier bei mir zu Hause und darf auch von zu Hause aus arbeiten. Doch viele haben das Glück nicht. Gerade kleine und mittlere Unternehmen kämpfen mit fehlenden Einkünften oder stehen sogar kurz vor dem Konkurs. Auch für die Arbeitnehmer ist die Situation extrem schwierig. Über 1,9 Millionen Leute haben gerade Kurzarbeit oder sogar noch schlimmer sind entlassen worden. Die Krise hat mir etwas gezeigt. Wenn es darauf ankommt, ja dann müssen wir auf die Schweiz schauen. Was nicht kann sein, ist, dass wir immer noch eine unkontrollierte Migration haben. Dass Leute hier in die Schweiz einwandern und Jobs antreten, die durch Schweizer besetzt werden könnten. Und zwar durch Schweizer, die jetzt gerade in dieser Krise ihren Job verloren haben. Ich sage darum am 27. September ganz klar Ja zu Begrenzungsinitiativen und damit auch Ja zur Schweiz. Ja zur Begrenzungsinitiative, um unsere Natur, unsere Jugend, unsere KMUs und unsere Arbeitnehmenden zu schützen.